Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir beginnen eine kleine Videoserie über Verfahren der Ideenproduktion. Ideenproduktion ist eine Möglichkeit der Ideengewinnung neben der Ideensammlung. Und bei der Ideenproduktion unterscheiden wir zwei Arten von Verfahren. Einmal intuitiv kreativ und systematisch logisch. Nach dieser alten Unterteilung, das hier eher rechte Gehirnhälfte, intuitiv kreativ und das hier linke Gehirnhälfte. Intuitiv kreativ kennen wir im Wesentlichen vier Verfahren, systematisch logisch kennen wir im Wesentlichen zwei Verfahren. Da ist zunächst mal das Brain Storming. Dann ist da das Brainwriting, das man auch nennt, Methode 635. Dann ist da die Synektik und die Bionik. Alles intuitiv kreative Verfahren. Systematisch logisch kennen wir die Funktionsanalyse und das Relevanzbaumverfahren. Relevanzbaum. Funktionsanalyse und Relevanzbaumverfahren. Ja, das ist zunächst mal ein Überblick. Im Folgenden werden wir uns einige dieser Verfahren genauer anschauen. Schauen Sie auch bitte unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie wertvolle Lernhilfen. Und schauen Sie unter spaßlerndenk.de, dort finden Sie meine Schnelllernseminare. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön.